Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Sorry, dass gestern kein Video kam. Ich war ein klein wenig beschäftigt gewesen. Weil du die ganze Nacht Factorio gespielt hast, du Arsch. Psst. Ja, gut. Das dazu. Wo wollte ich eigentlich weitermachen? Vorgestern hatte ich noch ein kleines bisschen gefarmt. Ich habe leider die gute Kettensäge, die ich geschenkt habe vom Scotty, schon kaputt gemacht. Ich habe dafür eine Menge Holz rausbekommen. Ich wollte nochmal auf die Kommentare ein bisschen eingehen, zwecks meine Vorstellung von diesem PvP-Server, wie ich angeschrieben hatte. Einige haben das ein kleines bisschen falsch verstanden. Nicht die Dinos komplett abschalten, sondern nur, dass man sie nicht zähmen kann. Also die Viecher sind sozusagen noch da und sozusagen auch noch ein zweites Hindernis. Also nicht nur der Gegner an sich, die Spieler, sondern auch die Tiere sind dann halt die Gegner. Aber da muss ich erstmal selber ein bisschen testen. Ich habe gestern ein bisschen im Einzelspielermodus rumgespielt und habe mir das mal angeguckt, wie das funktionieren könnte. Und es könnte interessant werden, muss aber noch ein bisschen rumspielen und rumexperimentieren. Danke nochmal für viele Kommentare, die mir da so ein kleines bisschen den Anreiz gegeben haben. So, ihr habt schon gesehen, ich war jetzt eben gerade draußen gewesen und ich konnte ihn endlich übernehmen. Von wem bist du eigentlich? Ja, gut. Es ist Nacht. Nacht arbeitet sich echt beschissen, weil wir können nicht sehen. Könnte ja vielleicht mal ganz kurz. Wir machen mal die Gamma-Korrektion ein bisschen hoch. Wenn wir ein kleines bisschen was sehen können. Wollen wir mal gucken, ob hier noch jemand wach ist. Gerade, ja, 0.32 Uhr an einem schönen Mittwochabend. Was ist los? Tote Hose. Ich muss langsam die Viecher da unten mal ein bisschen füttern. Das ist mir jetzt total entglitten. Ich habe da unten ja die ganzen Tiere eingesperrt. Und das Problem ist, ja, die sind da unten eingesperrt. Ich habe da zwar einen Trog hingestellt, aber ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was drin ist. Ich muss mal ganz kurz nachchecken. Wollte heute sowieso noch die Wasserleitung nach oben legen, weil ich mir oben ja meine Gemüsebeete und sowas dahin klatschen will. Muss man ganz kurz prüfen. Hier wird nichts mehr drin sein. Nee, da ist nur noch verrottetes Fleisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir denn jetzt nochmal? Ich weiß, so schlimm ist das nicht. Einfach mal ganz kurz ein bisschen Fleisch farmen. Komm mal her! Ach so, ich bin komplett überladen. Ich muss mal irgendwas suchen, was ich wehren kann. Oh Gott, ich bin noch voller Holz. Warte mal. Ich weiß, total fängt an Chaos. Fängt an und Chaos. Ich müsste mir draußen vielleicht mal irgendwie eine Truhe oder eine Kiste oder irgendwas hinstellen, dass ich den ganzen Mist mal rüberladen kann. Da waren aber schon einige hier in der Nähe. Die entwickeln sich alle schneller als ich. Ja, ich kann doch nicht voraufnehmen. Sonst würde ich da wirklich, also, dann verpasse ich halt die Themen. Kenne das ja bei vielen YouTubern. Die nehmen halt, sagen wir es, am Wochenende auf und lassen das über die Woche durchlaufen. Kann ich großteils nicht machen. Einfacher Grund, die Themen. Ich kann so besser auf euch reagieren, ihr besser auf mich. Wenn ich jetzt voraufnehme, stelle ich euch eine Frage und die könnte ich erst eine Woche später beantworten. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck an der Sache, denke ich mal so. Deswegen lieber sozusagen einen Tag vorher das Zeug rausklatschen, dass ich mit euch ein kleines bisschen interagieren kann. Interagieren. So. Ach. Ja, ich weiß es. Hättest du doch alles vor der Folge machen können. Ich habe das total vergessen, dass das Vieh wirklich so überfüllt ist. Warte mal, wir machen das jetzt so. Das müsste jetzt eigentlich schon reichen. Das müsste reichen, um mir die Nase wieder vor der Tür zuzukloppen. Um ganz kurz mal ein bisschen Fleisch und ein paar Beeren zu sammeln. Sonst verreckt mir das Viehzeug drin. Ich brauche irgendwas, was ich wert, was nicht von mir wegrennt. Da ist ein Schaf. Ah, nee, das ist kein Schaf. Das ist ein Rentier. Ein Rengetier. So. Komm mal her. Stepp ich dich ganz kurz. Ich glaube, der Argy frisst sowieso gleich alles weg. Der will 130. Ich weiß, wann tamest du dir denn mal was? Ja, momentan brauche ich eigentlich 13 rohes Fleisch am Arsch. Momentan brauche ich eigentlich nichts. Zwar du wärst nicht bestimmt, ne? Komm mal her, komm mal her. Oh, ey. Komm mal her, Fossi. Ja. Ich weiß, das ist jetzt total unspektakulär. Oh, jetzt müsste er doch farmen. Bau doch jetzt endlich die Leitung. Ja, gleich, sofort. Bin dabei. Alter. Oh, ich muss mal kurz gucken. Muss mal gucken. Ja, tut mir leid, ich hänge hinterher. Sieht aber ja schon nice aus. Ja.
Da ist jemand kreativ. Ich könnte es auch sein, Freunde. Würde ich mich mal ein bisschen länger dahinter setzen können. Dann wäre ich auch kreativer. Unten leuchtet das Feindsymbol. Du hast ein Strohdach? Aber was? Wie hoch baust du denn? Ach, das wird bei mir noch Jahrhunderte dauern. Oder ich setze mich jetzt gleich 5 Stunden hin und farm alles nach. Achso, ich wollte die Tiere füttern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich habe zumindest einmal meine Plattform dahin geklatscht, ne? So. Runter. Warte mal ganz. Da haben wir noch hinten. Da. Jetzt mal schnell fix gucken. Das wird nicht reichen. Ich mache dann nach der Folge noch ein bisschen Fleisch ranfarmen. So, Fleisch rein da. Jetzt noch ein. Ja, guck. Jetzt habe ich wieder mein Vieh weggeschmissen, ne? Ja. Komm her. Hört ihr? Jetzt drehen sie alle durch. Jetzt fressen sie wie die Bekloppten. Ah, 1, 2 Bären. Hätte doch nicht so schlimm gewesen zu sein. So. Oh Gott, was war denn das? Ach, du Klauschwein schon wieder. Sie sehen, so ein Arsch. Jedes Mal beklaut er mich. Ich guck mal ganz kurz rein. Die hatte ich eigentlich vorletzte Folge schon fertig. Der da wieder fast nach rechts rüber gehüpft. Ich wollte die Wasserleitung nach oben legen, weil ich ja mein Beet hinten noch drauf machen will. Das ist erstmal das Wichtigste, dass ich mir zumindest irgendwas anpflanzen kann, damit mich meine Viecher halbwegs versorgen kann. Wo habe ich es reingeschmissen? Ich glaube, das war hier drin. Ja, Ansaugrohr, Wasserrohre. Ach Gott. Gehen wir erstmal nochmal ganz kurz die Gamma-Korrektion wieder runter machen, weil das blendet hier. So, das ist von dem Arc, also von dem Spieler hier, ne? Den man ja selbst spielt. Die Augen sich nicht an die Umgebung gewöhnen. Das ist schon. Ich wollte gerade den Code aufsammeln, egal. Weil normalerweise, wenn du im Dunkeln rausgehst, nach einer Weile siehst du ja ein kleines bisschen, ne? Wenn Mond da ist und so weiter und so fort. Dann, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich muss erstmal ganz kurz prüfen. Wenn ich jetzt. Ich will jetzt hier vorne, will ich ja mein Gewächshaus drauf machen. Dann peile ich einfach mal die Kordel da vorne an. Und dann ziehen wir da die Leitung hoch. Erstmal so, jetzt gleich werde ich wieder von 10 Millionen Viechern angegriffen. So. Kordel. Da ist die Kordel. Gucken wir mal, wie wir am besten hier das Wasser ranbekommen. Ich weiß, das ist jetzt total spannend, die Aufgabe. So. Einmal Wasser reingesetzt. Ich hoffe, dass. Naja, fast. Augenmaß. Haut ab. So. Mal vertikal. Mann, hör mal auf mich zu schuppen. Es sind. Die schuppen immer zu zweit. So. Ich hätte vielleicht schräge bauen sollen, ne? Das hätte vielleicht ein bisschen mehr Sinn gemacht, aber komm, egal. Jetzt haut doch mal ab! Alter, sind die lästig. Die rennen einen aber auch immer wieder genau vor der Füße rum. So, hier hin. Und. Ja, ein Steinwasserhahn, den mache ich jetzt mal oben ran, dass ich überhaupt was zu trinken und so weiter habe. Hoch. Ja, ich mache hier jetzt erstmal eine sehr komische Konstruktion. Warte. Passt noch nicht. Zack. Zack. Das geht voll daneben. Schön ist anders. Ne, geh nur ein kleines Stück rein. Müssen wir mal prüfen. Ja, ich weiß es nicht. Mal ein Stück. Das müsste jetzt aber klappen. Jetzt gehen wir einfach mal hoch mit dem Gedöns. Hoch, nicht runter. Wo ist. Bist du Archie? Archie. Gehen wir ganz kurz hoch. Ja, aua. Der verletzt sich aber echt bei jedem Scheiß. Da übst du mal so eine Stufe runter, ne? Oder gehst du mal aus dem Bett hier. Aua! So. Hoch da. So ein bisschen langsamer fliegen, danke. Ach! Mensch, Archie. Bleib da einfach mal stehen. Du musst wie ein Harrier sein. Immer auf der Stelle stehen bleiben. Jetzt sehe ich, wie stolz du fett bist. Ah, naja, halbwegs gut getroffen. Ganz halbwegs. Ganz dolle halbwegs. So. Gucken, ob das Wasser dann da oben läuft. Ich werde das dann noch ein bisschen anders machen. Will ja die Beete dann noch hinmachen. Aber siehst du,
Da, auch guckt, da guckt er raus, der Kleine. Dann mache ich das ein bisschen höher noch. Ja, die Höhe. Ich bräuchte einen Verteiler. Ich habe aber jetzt, glaube ich, mein ganzes Stein verbraucht gehabt. Prüf mal ganz kurz. Brauchst du sowieso noch die Werkzeuge. Ich pack nämlich jetzt mittlerweile immer alles in die Tiere rein, falls ich dann irgendwann doch nicht schaffe, 3 Tage online zu kommen, dass zumindest die Tiere alles haben. Also verstehst du, dass in den Tieren halt mein Zeug drin ist. Dich brauche ich. Axt habe ich mir immer noch nicht gemacht. Wäre mal nächstes Ziel. Und dich nehme ich nochmal ganz kurz mit und... Ach komm. Weiß der Geier. Ich könnte natürlich auch unten mein Dödi rausholen. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Ich meine die Dödi, der unten drin ist. Und... Ach komm. Mist. Machen wir hier keinen großen Terz draus. Wir machen es erstmal... Nicht da. Da. Es läuft. Ich habe Wasser gemacht. Jetzt müsste es nur noch Wein werden. Gut, wunderbar. Hier müsste ich mir noch ein paar Beete machen. Ah, für Beete brauche ich auch Stein. Mal ganz kurz runter. Ob ich den Dödi raushole? Ich hole den Dödi raus. Wisst ihr, da ruppen wir einmal ganz kurz eine Wand weg. Muss man sonst gucken, wo er ist. Ach, ich wusste es. Warte, warte, warte. Dödi Power! Man, hau doch mal ab! Ich hab dir nicht getan. Alter, der hat ein ziemlich hohes Level. Dödi! Roll! Hau ab! Hau mal ab! Es ist aber auch schwer, den zu treffen! Hau ab! Ich habe auch keine Waffen wieder mitgenommen, ne? Ah, ich habe eine Idee. Lass mich mal ganz kurz ein bisschen angreifen. Ich muss nur zu meinem Archie kommen. Warte. Archie, hilf mir! Archie! Mein Archie! Alter, scheiß Drodons, Junge. Dem ist sowas von hart auf den Sack. Jetzt werden sie mich töten. Danke, Archie, dass du mir hilfst. Das dauert so Ewigkeiten lang. Ja, pfeif ruhig rum. Das dauert immer so ewig, bis du hier stirbst. Mann, das dauert immer so lange. Archie. Ah, sorry, Freunde, dass ich das nicht auf der Aufnahme drauf hatte, aber ich wurde eben von einem Argentavis gerettet. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Der hat die Trodons da vorne gekillt. Muss man jetzt kurz gucken, wer war denn? Das hat mir irgendeiner geschrieben. Nö, geschrieben hat keiner. Wer warst du? Warum schwebt da immer noch der... Seit mehreren Tagen schwebt da oben ein Petri rum. Ja, ich wurde eben von Mr. Unbekannt gerettet. Ich war gerade am Aufwachen gewesen und da kam dann auf einmal ein Argentavis angeschossen und hat die Viecher weggemacht. Ja, toll. Hose kaputt. Oder? Warte, 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 warte. Er hat mir die Schuhe zerstört. Hier ist was los. So. Stein habe ich jetzt eigentlich. Habe ich jetzt alles im Dödi drin. Die Dödi muss ich aber erstmal wegbringen. Ah, da ging dem die Ausdauer alle. So, Dödi ist halt nicht immer das Beste, ne? Gerade als in Verteidigung, da schafft er halt nicht gerade viel. Er hält zwar viel aus, aber du hast da trotzdem irgendwie einen Batzen. Los, Dödi! Also, Trodon ist eklig. Weil wenn das Vieh dich einmal wirklich erwischt hat, du wirst bewusstlos. Ah, ich meine... In der Basis ist sowas bestimmt geil, wenn du so 10 Stück hast. Ach, die Ausdauer. Ja, meine Viecher haben auch alle verrückt gespielt. Aber ich muss mich mal jetzt anders... Ich kann dich doch hochbringen. Eigentlich. Oh. Die haben sich jetzt hier alle drin verkrüppelt, weil ich auf alle Pfeifen gedrückt hatte. So, Bude zu. Affe tot. Hoch geht's. Ah, Archie. Heute ist der Wurm drin in der Folge, Freunde. Irgendwas stimmt heute nicht. Warte, 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 warte. Wo ist er?
Da hat irgendjemand, war gerade in der Nähe. Hier schwebt nämlich ein Argentavis rum, der mich beobachtet. Da hinten, da, der hat mir geholfen. Da hinten, war hier, guck mal. Ist so langsam, warte mal. Hab ich dich... Wo hab ich das Fernrohr irgendwie wieder hingepackt? Warst du das? Ich weiß es jetzt nicht. Mit dem Lobob. Wir beobachten ihn. Schaut ihn euch an. Ich dachte, er winkt, das wär's gewesen. So, juhu! Sitzt so wie so ein alter Sack am Fenster und dann hinten. Hallo! Ach, Mann. Gut. Habe ich ja schon wieder dumme Dinge angestellt. Jetzt wollte ich. Warte mal, ich brauche Stein. Ich brauche Stroh. Ich brauche ein bisschen Holz. Dann mache ich mir mal. Beet. Ah, ich mache. Großes Beet brauche ich dafür nicht. Ich will mir ja keine Dingsbums-Pflanzen machen. Zwei Beete. Dann kann ich da mal ein bisschen overdriven. Ja, was hapert es wieder? Steine. Rüber. Nein. Holz. Wo? Fasern bestimmt alle. Oder? Meine Fasern sind alle. Ich habe keine Faser mehr. Ich habe doch eben gerade unten so viel gefahren. Bist du schon wieder alles weg? Na egal. Ich will jetzt erstmal mir die Pflanzen hier hinbatzen, die ich später noch brauchen werde, gerade zu Viecher füttern. Ich brauche ja auch noch. War noch Samen. Muss ich mal auch noch besorgen. Ich mache das erstmal Provisorium, damit ich überleben kann. Ja. Ja. Und so. Das ist mein Provisorium. Jetzt, es wäre doch ganz schön geil, wenn ich meine Kacke hier hochbekommen könnte. Weil wenn Kacke hier oben wäre, könnte der ja ganz viel kacken und ich hätte... Man muss hier mit allem leben, ne? Ich frag mal den Two-Face. Also, der hat mir ja geschrieben, ist mir angeboten. Ich hab leider nur nicht geantwortet. Ob er mir aus Aberration halt den Aufzug mitbringen kann, den Holzaufzug. Das wäre ganz cool. Weil, da könnte ich das hier oben ein bisschen regeln. Da, guck. Der schmeißt mit Kot um sich. Ich hab das gesehen, du Kotwerfer. Schaut ihn euch an. Und wir lassen es jetzt. Ach, ja, Kano. Da guckst du blöde, ne? Wasser läuft, Zeug oben läuft. Also Essen muss ich mir noch ein bisschen besorgen. Weiß jetzt nur nicht, ob ich meine Tiere jetzt komplett... Weil ich meine, mit meinem Tüler könnte ich ja hier eigentlich hoch. Problem ist, wenn dann ein Quetz vorbeikommt, den schnappt... Dann ist mein Tüler irgendwo im Vulkan. Nee, das wollen wir auch nicht. Guck, da. Er beobachtet mich bestimmt. Und ich beobachte ihn. Ah, habe ich denn irgendwo was, was ich noch verwenden könnte? So, machen wir das Ding zu. Und dann lotzen wir mal, was wir da reinkriegen. Machen wir erstmal Dünger. Mach ich mal ein paar Mejo-Bären. Drüben mache ich die Zitronen. Also erstmal das, was halbwegs wichtig ist. Oder mache ich jetzt... Ich mache zweimal Zitronen. Ich glaube, ich bin ein bisschen intelligenter, war. So. Ich glaube, Zitronen haben einen höheren Nährwert als die Mejo-Bären, oder? Weiß ich nicht. Hier müsste ich mal vielleicht in Dododex oder sowas gucken. Lalalala. Dünger. Komm, hier nochmal Dünger rein. Machen wir mal... Was machen wir jetzt noch rein? Manchmal brauchen wir eigentlich alles nicht, den Mist. Ich mach's trotzdem einfach mal so. Gut, und ihr seht schon, er hat doch da drauf gekackt. Es sprießt schon. Die kleinen Pflänzchen kommen. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich denke mal ja nicht, dass hier irgendeiner Unfug macht, oder? Weil wenn ich so irgendwie einer die Beete beklaut oder so. Also zumindest haben wir jetzt schon mal die ersten Pflanzen. Ich hoffe nicht, dass es wie im anderen Gewächshaus ist, dass sie sofort wieder weg sind. Ich meine, in der Theorie, ich habe Schrägdächer. In der Theorie, ich könnte ein Mini-Gewächshaus machen. Komm, die Zeit haben wir jetzt noch. Wir machen jetzt erstmal, wir machen jetzt ein Mini-Gewächshaus. Bin zu überladen.
Komm! Mal gucken, ob wir das so hinkriegen, wie ich mir das jetzt vorstelle. Müsste jetzt eigentlich mal... Ich habe nur die zwei Schrägdächer übrig. Die müsste ich jetzt hier oben irgendwie mal versuchen drüber zu setzen. Weiß nicht, ob ich jetzt die auch so ansnappen kann. Probiere ich jetzt mal. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich gehe mal hier... Machen wir einfach mal den. Ich glaube, ich brauche mehr davon, ne? Warte, einmal rüber. Einmal da. Ich weiß, es ist jetzt nicht schön, das ist einfach nur provisorisch. Genau so. Müsste jetzt eigentlich alles verbunden sein. Ich prüfe mal ganz kurz. Ich mach mal Wände. Ach, einmal dich. Oh, was das wieder zurückspringt, das ist so hart nervig. Eine Tür. Und ein paar Wände hinterher. Zwei Wände. Gucken, ob das funktioniert. Nuckelt. Mach das mal. Mach den mal hier hin, dass man noch so einen halbwegs Eingangsbereich hat. Oder? Ja. Hier hin. Dann. Eine Wand. Dann. Das hätte ich auch unten aufbauen können, ne? Ich depp. Ah, egal. Ihr müsst euch so vorstellen. So soll das später dann auch ein bisschen wirken. Ich habe jetzt keine Schrägteile gelernt dafür. Das ist natürlich wieder kontraproduktiv für mich. Holzwand. Kettensäge ist leider putt. Wenn ihr eine neue Kettensäge für mich habt, bringt sie mir bitte mit. Zweites Holzding. Ich bin auf Kettensäge angewiesen, wenn ich mit Holz arbeite. So, zack. Ich nehme mal zwei Pillar. Jetzt mir mal... Nicht die Tür! Mann, was ist denn mit dir los? Pillar, Mann. So, ran. Ich dachte, hier ran. Wie setze ich dich jetzt am besten? Am besten genau in die Ecke rein, ne? Warte mal kurz, prüfen das. Wenn ich dich jetzt hier hin mache und... Okay, ist mal die falsche Taste, dich hier hin. Müsste jetzt theoretisch funktionieren. Ich prüfe. Genau. So wollte ich das haben. Ah, ist nicht ganz akkurat, ne? Das ist alles nur provisorisch, damit ich den Effekt hier hinbekomme. Funktioniert's? Warte mal. Setzling. Ja, Treibhauseffekt ist angegangen. 30% ist nicht viel, aber zumindest ist es ein kleines bisschen Treibhauseffekt. Mach jetzt hier vorne noch eine Tür rein, kommt ein Dach drauf. Dann habe ich mein äußerst hässliches Gewächshaus. Ich mache das später alles noch schön. Keine Sorge. Das ist jetzt wirklich bloß, dass das Zeug hier alles ein bisschen halbwegs geschützt ist. Auch wenn es, ja, jetzt gerade nicht so rüberkommt, als wenn das Profi-like ist. Hier ist kein Treibhauseffekt, aber zumindest ist hier hinten, ne? 30%, ja, weil es nicht komplett überdacht ist. Aber besser als nichts. Sage ich mal so. Ich könnte jetzt eigentlich auch die Käfer hier drinnen laufen lassen. Dann hätte ich zwei Fliegen wieder mit einer Klappe geschlagen. Ja. Ist ja echt hässlich geworden, Mann. Okay. Das dazu. Ich denke, ich mache jetzt mal eine Folgenpause. Und ich muss versuchen, noch ein bisschen Zeug ranzukriegen, sonst stecke ich hier wieder fest. Wie gesagt, das hier vorne wird ein kompletter Grünbereich. Ich will hier alles mögliche an Pflanzen drin haben. Ich will hier alles drin hochziehen. Bis zum geht nicht mehr. Und damit fütter ich dann meine ganzen Tiere und es sieht halt begrünt ein bisschen aus, ne? Ich weiß, das klingt total doof alles, aber na gut. Na, Folgenbäuschen, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haust rein, mach's gut, ciao!